Der Auftritt der Schatten, Teil 2. Willkommen zurück zu Hallo Warriors und heute werden wir mit Santo wohl den nächsten Schattencharakter haben, der seinen letzten Auftritt hat hier in, zumindest mal der ersten Staffel, war. So, jetzt wird natürlich noch das Herzteil hier. Und dann muss ich halt gucken, von der Zeit her, weil hier braucht natürlich keinen Rang A, um das Herz zu kriegen, natürlich geil. Hier auf dem Herzcontainer brauchte ich halt den Rang A, sprich, da 1200 Feinde platt machen und von der Zeit her. Ich werde vor allem das noch versuchen noch zu machen noch und wenn alles klappt, wenn ich es mir so vorstelle, müssen wir das hinkriegen, das auch noch und wie gesagt, die anderen zwei Missionen, wenn wir wirklich alles von Santo in einem einzigen Part haben. Ach du Scheimkleist, war wieder mal viel vorgenommen. Und das geht auch alles aus, mal gucken. Das war die Mission hier, okay, dann ist es das hier. Gut, und los geht's mit Santo. Der möchte gern König der Schatten. Naja. Steckenmäßig natürlich schon, aber ob er auch fähig wäre, das ganze Land zu regieren. Naja. Die Mission war, glaube ich, recht einfach, weil müssen, wie gesagt, nur das Herz von Santo holen und das ist ja direkt in der Festung und im Hauptquartier. Sprich, das rechts vom feindlichen Hauptquartier her. Statt von dort, wa? Naja. Ah, stimmt, das war die Mission, ja, erinnere mich wieder. Verdammt, mein Fehler. Da war ich ein bisschen zu doof. Ist das Huhn hier? Nö, war. Gut, hä? Da ist doch einer, aha. Da ist doch einer, haha. Santo, aufhalten! Ich kann mir schon. Schon ist gut. Okay, ab hier durch die Gänge. Santo ist, wie gesagt, relativ stark und schnell ist er auch noch. Ich müsste also in der Lage sein, die Gegner wegzubashen und dann durchzukommen. Autsch! Autschi, autschi, autschi! Krabbelmine ist auf dem Weg, lalala, lalala. Und ihr seid jetzt alle down, lalala, tralala. Nein, nicht alle, aber fast. Das Goldhune, ja. Mit ihren Hühnern hier. Problem gelöst. Was macht das Evil Chicken hier? Aber er hat's gleich ausgedient. Hallo? Geht doch. Oh nein, er geht garantiert nicht auf mein Hauptquartier zu. Das könnt ihr knicken, Freunde. Wäre sonst echt sauer, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Andre und Andre! Wo sind die ganzen Gegner hin? Hallo? Das hat nicht so funktioniert beim letzten Mal. Schwimmkleister. Und tschüss, Mann! Da haben wir es auch schon, Freunde! Ich nehme mich gerade wieder, wieso ich die Fee brauche? Für den Schlüssel! Ah, stimmt, das wäre ja der Quatsch. Jetzt erhalten, du bist cool, Mann! Yo, dankeschön! Also schnell nach oben. Um zu gucken, gibt's hier noch was für uns, du.
Das sind Luschen von Gegner, ist kein Problem. Da schafft Zelt alleine. Wie jetzt hier oben aus? Ein bisschen stärker Gegner. Momentan noch nicht, wa? Ich muss aufpassen, Mann, du bist ganz schön stark geworden. Jo, danke schön. Meine Feinde hat sie, würde es gerne ohne Fee machen. Dankeschön und ja. Was denn das? Mal nachgucken. Da haben wir es auch schon, den großen Key. Yes, das ist doch viel angenehmer, wenn man nicht ständig da wegen Rang A und so gucken muss. Sehr, sehr nice. Was wollt ihr jetzt noch machen? Na genau. Das Herzen kann trotzdem nicht schaden. Hauptquartier sieht noch gut aus, kein Problem, wir sind sowieso bald schon durch. Die Fee, hey. Hilf mir, Zanto! Nö, Mann! Der Schattenkönig braucht nicht zu helfen. Und das feindliche Hauptquartier. Klopf, klopf! Was, bist schon viel zu früh dran? Ja, ich weiß. Er hat Bock drauf, dich zu besuchen! Und dich zu erledigen, Mann! Yes, Jackpot! Und zweiter Jackpot! Nimm das! Du alter Sackmann! König! Aber ich kann jetzt erst König die Idee gelesen. Scheiße! Du. Aber hast echt schon irgendwie fast schon Albträume von Super Smash Bros. Aber das hat andere Gründe. Du. Dass wir vielleicht endlich mal ein bisschen Mana haben hier? Geht doch, dankeschön. Ich glaube, es kriegt ohne weiteres hin, wa? So, Dongo, wie sieht's aus? Machst du Eck mit oder musst du wieder dich zwingen? Ich muss ihn zwingen. Guck mal, so geht das, Kumpel. Was war das? Entschuldigung, das war nicht so geplant. Das wollte ich nicht, Kumpel, es tut mir leid. Schöner Mist. Naja. Außer auf die Standardartweise. Schatten Magic Skill. Das war fast episch. Und es ist vorbei. In knapp 8 Minuten, wa? Ich werde glaube immer schneller und schneller. Okay, die Mission hätten wir also. Ja, nee, wir machen das. Machen dann doch das mit Rang A mit Sand nicht mehr. Wie gesagt, damals lange Tasten der Gegner und so. Mit Link, mit leider kein Problem, mit Sando dauert man das doch zu lange. Ja. Sorry. Er hat's geschafft. Das kriege ich nie in das Upgrade für seine stärkste Waffe, ist ja klar. Weil die Mission, die war viel zu schwach. Jetzt hast du hier oben auch schon Rang A gemacht. Versuchen zu zaubern, ist aber Todesberggebiet, das heißt, wir kriegen nicht mehr so viel Schaden. Natürlich, mach nicht mehr so viel. Muss ich sowieso das Gutula auch noch holen? Also trotzdem Taste war der Gegner. Oh nee. Erstmal das hier versuchen, wa? Wie gesagt, versuchen, wenn es nicht klar machst, halt Rang haben, mal aufs Gewinnen. Also wie gesagt, kein Problem.
Aber mal das Ganze, sagen Sie es mal komplett, muss ich dann doch. Also muss, müssen. Muss ich nö. Ich darf und ich will. Aber ich sollte. Autsch, das war gerade mein Knöchel. Oh Mann, bin ich alt. Ja. Eigentlich ja relativ einfach, aber eben ist halt Todesberggebiet und ihr kennt's ja. Wenn ich mich erinnere, war das sogar mit den drei starken Frauen, wa? Und dann sind noch zwei, überleg gerade. Was ist das für ein Unfug? Die Weise des Wassers, eine Anspielung auf Ocarina of Time. Fei wurde auch gesichtet. Aber sie ist keine Weise, oh nein. Denn sie ist im Kopf nur ein bisschen greise. Können sie mit Stufe 100 ganz gut hinkommen. Weiß mir egal, das wisst ihr ja. Komm schon, Ruto, komm schon, mach deine Moves, dankeschön. Welche macht sie? Okay, bin ich gleich hier hinten, war. Verdammt! Mach zu wenig Schaden mit der Schildleiste. Verdammt, zu früh unterbrochen. Das gibt's doch nicht. Jetzt hat er da stehen. Ach, ein Buckel kann ja das auch? Nö. Mann! Ah! Das ist echt lahm! Was ist ja Kneta? Das war die falsche Mann. Ich will Ruto. Oh ja, ich will sie. Wow, wow, wow! Fei, beruhig dich mal! Blocken kann sie, muss ich lassen. Ja, mit Santos ist echt ein bisschen mühselig. Sprich, langwierig, aber es geht, es geht. Verwirrt mich ein bisschen. Das ist Wolkenort, Skyward Sword, das gibt ihm Smucke, wenn schon, nicht Santo. Er hat ja auch nichts zu suchen. Die gab es doch gar nicht in der Zeit. Ich glaube zumindest. Ich weiß nicht, die Zeit verläuft im Schattenreich. Ey, natürlich ist es so, ey, ganz klar, weil... Hätte ich beinahe gespoilert. Ja, fahrt's noch. Also, mein Spoiler ist sowieso nichts Neues. Aber vielleicht ist es so, es bald schon... sein könnte, was? Doch irgendwie Twilight Princess noch... im eShop für die Wii U erhältlich sein wird, und zwar aus dem Grund... weil ja aktuell nach dem, also nehmen wir jetzt hier bereits am 2. April auf und da ist ja bereits raus, dass es jetzt auch DS und Nintendo 64 Spiele im eShop geben wird. Das ist geil. Okay, Schaden ist natürlich sehr gut gemacht. Gute Arbeit, Santo, gute Arbeit. Was? Dass die Geld bei uns für Insekten gibt. Ey, da ist wohl ein Spoiler für Twilight Princess. Was soll das? Ich bin doch gar nicht Let's Played. Gemein, ey. Na gut. Man, Ruth ist aber auch überall. Komm her, Schattenprinzessin. Schattenprinzessin, sage ich schon. Käferprinzessin. Oder Käfertussi, ist mir eigentlich auch egal. Hier bin ich, Agneta. Komm her, komm her. Du brauchst einen Nahkampfangriff. Warte, gebe ich dir aber nicht. Bäh, 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 bäh. Schlitzelikowski! Tschüss, Mann. So, blub, blub, blub.
Komm her, Agneta. Ja, das machst du richtig. Das machst du gut. Wer wird da getroffen? Ute, wie kannst du es nur wagen? Tschüss. Wuhu! Da freut sich der Schattenkönig. Dass zum Abschluss nochmal so auftrumpfen darf. Du lala. Lala, lala. Sag Neta, komm schon, komm schon. Das war gemein. Voll unterbrochen, ey. Wie kann die es nur wagen? Du, 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 du. Aua! Mann, schon wieder mit deinen scheiß Insekten auf. Jetzt kommt natürlich die Route von hinten auch noch. Und das war's. Korrektur. Nein! Wow! Jetzt war's. Ah, Mann, du bist gemein. Oh, das Umfeld, ey. Ich bin ja voll der fiese Typi. Du, du. Die Mission, die ist im Schattengebiet. Also sprich im Todesberggebiet, deswegen ist das Gute im Schaden. Zeit passt auch total, jo. Wer stört jetzt noch? Was? Der Schlachtfeld, wo ist Ross betritt? Alter! Ja, Mietner, genau. Das ist ein Wolf, kein Ross, ja. Verdammt! Der Gandalf ist natürlich einfach. Der ist so lahmarschig im Angriff. Mann, ey, Kumpel, du kannst nicht. Aber ich merke gerade, der kämpft gegen meinen ehemaligen Boss. Alter, Mietner und Gandalf sind eigentlich total die Feinde. Du, du, la, 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 la. Nein, Entschuldigung, wow, wollte gar nichts. Das wollte ich. Oh Mann, hey, was ist das denn für eine Scheiße, Mann? Oh, du, 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 du. Nein, verdammt, ich wollte es anders machen. Geplant was anders. Boah, toll! Ja! Mann, Mina, lass mich in Ruhe, Mann! Alter, eins reingezwirbelt, der Typi. Das ist doch nicht lustig, Mann. Du, 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 la, 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 la. Na gut, nimm nochmal einen Schluck. Müsst aber angreifen. Hallo! Ja, genau, macht immer den Quatsch, ey. Ich meine, die Moves sehen cool aus und die machen Damage, aber sie sind so lahmarsch, da kann doch jeder Trottel ausweichen. Da könnte sogar mit der Knete-Lock gegen ihn gewinnen. Ja, da finde ich jetzt ein bisschen schade, wie sie ihn übernommen haben. Da gibt es echt noch Verbesserungsvorschläge. Aber Caesar muss ich ihm lassen. Und das war's, Freunde. Santos, letzter Auftritt. Entschuldigung. Jetzt natürlich. Fast ein Level up, hey. Den richtigen Feind ist besiegt. Mission complete. Yo, yo, yo. Das war geil. Es war geil und auch steil. Gegen Dreher, Hilfe. Bald werden die schwarzen Wolken das Schattenreich die ganze Welt umhüllen, nicht umhimmeln. Rang A. Rang A. Wir haben es geschafft, Freunde. Rang A. Ach, Santo. Gut gemacht, Kumpel. Gut gemacht, mein Großer. Das war sehr gute Arbeit. Den Schwertern der Düsternis. Was ein bescheuerter Name, ey. Ja, sorry, aber ist doch wahr. Also, das Layout, kein Problem. Aber der Name? Total doof. So, der bereits. Gut, Freunde, zum Abschluss gehen wir doch noch ganz kurz eine Mission rein mit Santos Mission dort. Um zu zeigen, was das Ganze ist.
Ruto Schuppe, oh. Da tun ja was, was ich brauche. Nee, Moment. Schick. Schick, die Schick. Wir haben es ja noch geschafft, hey, geil. Also, wie gesagt, die Mission hier mache ich, wie gesagt, offscreen noch. Da fragen wir, weil ich habe es schon so oft gesehen jetzt. Und vor allem erst seit kurzem wieder. Genau, also die hier mache ich auch offscreen. Und das hier, jetzt, die hier gehen wir jetzt nochmal rein. Ich zeige noch, was Santos Herzteil ist. Aber ich beende die Mission nicht, weil nach, was halt ganz schnell zu Ende, das müsste eigentlich doch noch gehen, beziehungsweise dauert halt wieder ein paar Minuten. So lange wie es ein paar vermutlich, und dann mache oder hole ich halt die Skulptur hier doch noch offscreen. Weil damit Santo, weil es natürlich praktisch auch von der Zeit her und so, und ich denke alles irgendwie. Dann geht es vielleicht schnell, na mal gucken. Ich habe irgendwie ein Gefühl, nee. Das war hier, so war genau, schick war's. Naja, komm, heraus. Das geht schon. So. Ja, ganz kurz, schon mal dabei bin mit Santo. Na, könnt ihr alle mal ein Level-Up wieder spendieren. Mitten auf allem noch, das ist ja nicht viel. Zack, Stufe 101. Naja, komm. Bin heute hier so cool drauf und hab meinen Supi-Tag. Wie war auch jetzt? 123, Alter. Agneta, mehr raus hier dafür. Aus diversen Gründen. So. Ne, reicht. Okay, Leute, wie gesagt, noch ganz kurz rein. Mitza, Anto, das ist, das. Okay, gerade die. Und mal gucken. Die Map ist echt groß, ey. Ach du Scheinkleister. Die Map ist recht groß. Die Skulptur hatten wir auch schon mal geholt. Und. Wobei wir standen gerade noch praktisch, sehe ich gerade. Da macht man einen krassen Überlängenpart und macht direkt alles mit Santo. Es juckt mich ein bisschen in den Finger, muss ich zugeben. Na, guck mal, wie viel Schaden war. Wenn ich vom Schaden hinkriege, weil ihr wisst, wegen viel Herzen und so. Was jetzt mit Santa, wenn es nicht mehr geht, dann. Wow. Boah, Scheiße, das könnte echt eng werden. Wieso vertragen die so wenig? Hä? Natürlich, das Huhn! Wow, 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 wow! Lass mich doch mal mein Herzteil hochholen. Ja, aber ich glaube, ihr seht schon, Freunde, das mit Sandur zu machen auf dem Level ist noch ein bisschen wagemutig. Weil man, wie gesagt, ich brauche ja, oder darf nicht mehr als 4 Herzen Schaden haben für die zweite Skulptula. Also, das ist ein Nahkampftyp, das ist echt krass. Wow! Nee, die macht so viel Damage. Ich hau's auch ordentlich rein, da ist ja klar. Da wird mich damit Gandalf zu ungeskillt. Gandalf sage ich schon, Sand natürlich. Wo ist plötzlich, Wo ist jetzt hin? Ah, dort. Was willst denn du, Stüppi? Momentan könnte. Mann, was macht ihr alle hier? Was ist kein einfacher Gegner? Schnauze! Bums! Ey, Fein, bleibst du bitte mal stehen? Ihr macht zwar viel Schaden, aber halt auch wenig aus. Also gehen wir doch sowieso mit Santos, wisst ihr, ist kein Problem. Das ist jetzt meine Festung, kapiert? So, Fall wäre auch schon wieder erledigt. Aber trotzdem schon irgendwie 3 Herzen Schaden, war.
Weitere Hühner sind also auf unserer Seite, von dem wir natürlich viel geiler. Mann, ey! Ja, die gehen mir auf den Sack. Mann, und du auch! So. Ein Problem weniger, man glaubt's kaum. Ja, trotzdem Leute, was soll ich jetzt machen? Das ist natürlich doof. Jetzt haben wir bereits 5 Minuten Überlänge. Ja. Ich weiß doch auch nicht, was ich jetzt machen soll. Kommt ihr schon wieder? Nee, da ist mal, da krieg ich so viel Schaden. Sorry dafür. Und jetzt schon zu viel, wa? Ich glaube, 1000 ist ein Zeichen für 4 Herzen, oder? Kann das sein? Ich bin auf dem hohen Level. Ich weiß echt nicht mehr. Uhohoho, was ist denn hier los? Ja, das war's auch schon. Gut, Freunde, mit diesem Abschluss wollen wir sagen, verabschieden wir uns hier. Mit diesem Mitstreiter, wie gesagt, ich mache das noch aufs Screen, zweites Skulltula. Dementsprechend natürlich zum ganzen Rang A, weil mit Santo, nee, keine Chance, mache ich nur mit Link oder mit Erwachsenen miteinander, geht viel einfacher natürlich mit dem großen Link mit Gleiter. Auch eine gute Wahl, immer zu empfehlen. Ich würde mal sagen, sehen wir uns wieder am nächsten Part, wenn es darum geht, mit das Skulltulas zu farmen, oder sagen wir sogar dann, dass ich dann bereits wieder mit Links Mission und so weiter mache, sprich der ganze Links oben. Den fehlen uns sogar noch fehlen. Na gut, machen das, wa? Autsch, autsch. Also dann, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Sage wieder mal Tschüss.